Hallo, moin moin und herzlich willkommen wieder mal bei einer kleinen Ausgabe Let's Play AG Spiel. Heute mit dem wahnsinnig spannenden Thema Chartanalyse und ich möchte mich da beschränken auf den Candlestick. Der Candlestick versteckt sich hier hinter diesem kleinen Button, wenn man draufklickt, schon mal der erste Blick drauf. Wenn man drüber geht, wirre Zahlen und wenn man sich das mal so anschaut, sieht es ganz witzig aus. Einige arbeiten damit sehr gerne und die anderen, die es nicht kennen, schauen drauf und sehen das so als ja, ganz spannende Grafik. Einige wollen sich da ein T-Shirt von machen lassen, einige eine Wandtapete und andere was auch immer. Also es sind mehr als nur bunte Kleckse auf einem Chart und das zu erklären, das möchte ich heute mal angehen. Allerdings wurde es auch schon sehr toll erklärt. Und zwar unter Community-User-Projekte. Wer das jetzt auch nochmal nachhören möchte, an einem praktischen Beispiel auch nochmal, wer sagt, Mensch, Let's Play anzugucken, ich will es gemütlich auf dem Sofa mit Kopf nach oben an die Decke gucken, möchte es mir anhören, gibt es auch zum Thema Chartanalyse auf Marktinsight, User-Projekte, dann wie gesagt Marktinsight und dann geht ihr auf Podcasts. Und Nummer 6, in der Ausgabe Nummer 6, ich kann das ja auch nochmal anklicken, wird auf das Thema Chartanalyse bezogen auf die, als Beispiel jetzt Attila Invest AG, wird jetzt mal werden die Charts auseinandergenommen und da wird also sehr ausführlich und ganz klasse erklärt, wie das Ganze aussieht, wo sind die Trends, die Chancen, die Risiken und so weiter. Da könnt ihr euch das Ganze als Anhörungspodcast sozusagen mal im Interview selber auch nochmal anhören. Okay, also das mal als kleine Werbung in nicht ganz eigener Sache, aber als Zusatz für euch, um euch das vielleicht mal zu bieten, dann könnt ihr euch das auch nochmal zusätzlich anhören. Ich werde das auch nochmal erklären hier, damit ihr das auch nochmal in bewegten Bildern auch nochmal im Let's Play habt. Darum geht es ja auch. Es ist zwar dann vielleicht doppelt, aber es hält besser. Nun denn, wieder mal zurück auf meine Startseite. Ich möchte bevor ich jetzt starte, allerdings nochmal auf ein kleines Thema eingehen. Und zwar kriege ich fast, ja nicht täglich, aber es kriegt immer wieder die Frage gestellt, die ist auch immer wieder im Chat zu lesen. Wenn ich eine Aktiengesellschaft kaufe, also ich gehe jetzt mal ins Depot rein und da sind ja verschiedene Aktiengesellschaften aufgelistet. Ich liste die jetzt mal komplett auf. So, mein kleines, aber feines, eine Liquidation hier, da muss ich gleich mal prüfen, das mache ich gleich nochmal eben, das kann ich gleich nochmal zeigen, aber wo sehe ich denn jetzt, was ich für eine Aktiengesellschaft ausgegeben habe? Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn ihr die 100% Handelsaktivität erreicht, ja, dann kann man zum Beispiel folgende, das wird hier auch erklärt, hat man die Handelsaktivität von 100% erreicht. Ich habe es schon mal im Let's Play erklärt, aber es schadet ja nichts, wenn ich das nochmal anspreche. Dann könnt ihr hier verschiedene Möglichkeiten auswählen, den Kaufpreis zum Beispiel. Und dann wird euch auch der Kaufpreis angegeben. Den habe ich jetzt hier mal angehakt und da steht jetzt immer bei mir NANA, also nicht angegeben. Und warum? Ja, weil ich nur bei 67% Handelsaktivität bin. Und es wird auch nicht so aussehen, denke ich mal, dass ich die 100% erreiche, weil ich eben nur für die Aufnahmen und zwischendurch mal kurz mit dieser Aktiengesellschaft spiele. Und das ist nicht meine Haupt-AG und da schaffe ich die 100% nicht. Mit meiner Haupt-AG habe ich die 100% eigentlich sicher im Griff. Und da kann ich dann die Einkaufspreise gut einsehen in dieser Spalte. Wenn man sie nicht hat, dann hat man halt eben diese Zeile nicht und dann kann man sie auch wieder rausnehmen, wenn man sie finden sollte, da, so, zack. Und dann ist das ein bisschen übersichtlicher. Also man kann das also individuell gestalten. Der eine sortiert das so, der andere sortiert das so. Also das ist eine Geschmackssache, wie man da am besten mit klarkommt. Also da könnt ihr euch mal durchklicken, was ihr angezeigt haben wollt. Wollt ihr jetzt hier die Notiz noch einblenden? Nämlich da komme ich nämlich drauf. Man kann nämlich für eine Aktiengesellschaft eine Notiz erstellen. Ich habe das jetzt mal schon vorbereitet, also als Jean Pütz der Let's Play AG hier. Bei Solid Profit, wie der Zufall so will, wollte ich jetzt mal wissen, was habe ich denn jetzt für Einkaufspreise, was habe ich jetzt ausgegeben für die Aktiengesellschaft. Und der erste Weg wäre ja hier, ich könnte im Kontoauszug gucken und natürlich nicht bei Solid Profit, sondern ich kann jetzt hier mal in meinem Kontoauszug gucken. Es bringt ja nichts, wenn ich da reingucke. So, da gebe ich jetzt mal Solid ein, da reicht wahrscheinlich schon Sol. Und da wird Solid Profit AG angezeigt. Hier noch Namensverwandte, also wenn ich jetzt noch ein I eingebe, verschwindet er, weil dann bleibt nur noch Solid Profit über. So, und hier sehe ich dann, was ich an welchem Tag, wie viele Aktien ich für wie viel ausgegeben habe. Das ist ein Weg. Man kann im eigenen Kontoauszug ein bisschen suchen gehen und kann das dann sortieren nach der Aktiengesellschaft und prüft das so. Wer das vielleicht etwas
schneller haben will oder anders haben will, kann zum Beispiel auf die Solid Profit gehen. Und hier seht ihr oben eine kleine Sprechblase neben dem Auge und dem Stern hier. Und da drin ist ja ganz nah rangehen, am besten noch näher rangehen. Also wenn ihr jetzt ganz nah rangeht und vielleicht noch mit einer Lupe arbeitet, könnt ihr in dem Ausrufungszeichen ein kleines, Dings ein kleines Ausrufungszeichen sehen. Sehr spärlich, aber man kann es erkennen. Es soll auch rot sein, glaube ich. Also so nah gehe ich jetzt auch nicht ran, dann komme ich mit der Nase ans Mikro, das ist nicht so toll. Mal drauf gehen und schon habe ich eine Notiz, die dort angeht. Das habe ich mal vorbereitet, damit es ein bisschen schneller geht. So, und wenn ich da mal draufklicke auf diese Sprechblase, dann geht das Notizfeld auf. Und dann kann man hier fleißig immer hier die ganzen Notizen erstellen. 3.5.2014, das habe ich gesagt, habe ich 650 Euro ausgegeben. 5.5.2014 habe ich Aktien für 42,50 bezahlt. Das habe ich jetzt eigentlich mal geändert. So, jetzt gehe ich mal zurück. Und schon taucht es hier in dem kleinen Ausrufungszeichen auf. Im Depot selber, natürlich in der ganzen Übersicht, damit man nicht jede einzelne AG anklicken muss, gibt es auch noch den Reiter Notiz. Den kann man sich auch noch hier zwischenballern lassen. So, das bedeutet, schwupp. Und schon taucht hier dieses Notizfeld auf. Ich habe jetzt bis auf Solid Profit noch keine Notiz erstellt, damit es auch auffällig ist. Und hier kann man dann direkt in dem Feld, dann wird die Spalte etwas breiter. Aber ich sehe hier gleich unter wichtig, habe ich es eingegeben, 3.5. ein Einkaufspreis und so. Und so kann man sich dann, wenn man die 100% nicht erreichen kann, aufgrund, wenn man nur ein Gelegenheitsspieler ist, der es vielleicht nicht schafft, also die Chancen stehen aber recht gut, man muss nicht jeden Tag handeln, um die 100% zu erreichen, aber so ist, also ist auf jeden Fall möglich, es ist also nicht übertrieben viel jetzt, aber wer es nicht schaffen kann und auch vielleicht nicht will, der hat hier die Möglichkeit, mit den Notizen zu arbeiten. So, das jetzt nochmal als Antwort. Das wurde gefragt. Ich wollte da nochmal ausführlich drauf eingehen. Es gibt verschiedene andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel, man kauft sich einfach einen Notizblock oder ein Heft, schreibt drauf AG-Spiel und notiert es mit einem Bleistift oder Kugelschreiber der Wahl. Ja, je nachdem, wer mit was gerne schreiben möchte. Gut, das mal zu Thema. Ich möchte das jetzt auch direkt mal abhaken. Nun denn, Freunde der Sonne, jetzt wollen wir doch mal schauen. Candlestick, so, da gehen wir mal drauf. Und zwar ist der Candlestick eigentlich das Pendant zur Kursentwicklung. Man kann hier schon mal sehen, dass der, wenn man mal so unten diese Zeitschiene sieht, ist die natürlich etwas versetzt. Ne? Also, aber trotzdem, man kann die grobe Tendenz hier an der Kursentwicklung ableiten. Und das spiegelt eigentlich nur den Kursverlauf mit ein paar Zusätzen wieder. Also diese Kerzenanalyse oder Candlestick, also Kerzengeschichte da, also Kerzenchart oder wie heißt das ganze Ding. So, und ganz entwickelt ist das übrigens 1724 von einem japanischen Reishändler, der da angefangen hat, damals schon die ganzen Börsenpreise und Handelspreise, Mindest- und Anfangsgebote, Endgebote und das Ganze über Jahre zu niederzuschreiben. Und dadurch ist dieser Candlestick entstanden. Das habe ich natürlich aus dem Allgemeinwissen locker aus der Hüfte geschossen. Oder ich habe das mal eben im Wikipedia nachgeschlagen. Ja, also 1724, so alt ist die Candlestick-Analyse oder der Candlestick-Chart. Und alles wieder mal ein japanischer Reishändler. Da kommen so viele Sachen her, wie das einrädrige Motorrad mit Gepäckträger. So, ja, nun denn. Ja, Candlestick. Wir haben jetzt hier mal als Beispiel, ich mache es mal etwas größer. Und schon sehen wir hier den Kursverlauf und der Candlestick befindet sich hier. Und jetzt mal zu erklären, es gibt jetzt hier so Fäden, die rauskommen. Es gibt denn hier so dunkle und helle Markierungen. Und wie ist das Ganze jetzt zu deuten? Nehmen wir jetzt einfach mal als Beispiel mal hier diesen fetten, hohlen Körper sozusagen. Das bedeutet, es gibt einmal diese hohle Variante und diese gefüllte Variante. Ich möchte sie jetzt einfach mal hohl nennen. Hohl und nicht hohl. So. Und da sind dann verschiedene Zahlen zu erkennen. Wir sehen jetzt hinter der 1-Doppelpunkt am 17.04.2014, steht da 72,64 bis 72,64. Ja, das ist natürlich Wahnsinn. Das bedeutet also, der erste Part ist, es gab keine Kursausreißer am Tag. Ich erkläre das gleich beim nächsten, weil da kommt nämlich so ein schöner Docht raus. Dann kann ich auch ganz genau erklären, was dieser Ausreißer bedeutet. Und hinter dem Komma, die 73 bis 81, bedeuten,
dass der Startkurs zum Tageswechsel, also damit, womit der Tag gestartet ist, der frühe Vogel fängt den Wurm, und zwar mit 73 Euro, und er ist dann auf 81 gestiegen. Bedeutet ergo, man kann das also von unten nach oben lesen, der Kurs zum Start war bei 73 Euro und ist dann auf 81 gestiegen. Also hohl heißt, dass der Endbestand sozusagen, der Endkurs, höher ist als der Anfangskurs. Und das ist am 17.04. passiert. Am 18.04. ist genau das gleiche passiert, da ist der Kurs nochmal gestiegen. Und zwar ist er von 81 auf 86,57 gestiegen. So, das ist so dieser, das sind diese beiden hohlen Dinger. Und jetzt gucken hier so kleine Striche raus. Das nennt man Docht, also deswegen Kerzengrafik oder Kerzenchart, weil diese Candlestick-Variante immer so aussehen soll wie eine Kerze. Also lustige Kerzen, die man an beider Seiten anzünden kann. Ja, wie legt man sie hin? Flach auf die Erde oder ja, man knickt sie in der Mitte durch und stellt sie dann beide hin. Also ganz tolle Idee, Kerzengrafik. Nun denn, ja, also wir haben hier bei diesem hier zum Beispiel hinter der 1 Doppelpunkt steht jetzt 72,64 bis 87 Euro. Ja, bedeutet, die Ausreißer zwischen dem Anfangs- und Endbestand, Endkurs sozusagen, waren, dass plötzlich der Kurs mal eine leichte Schwankung hatte auf 72,64. Das heißt, der ging richtig in den Keller. Da hat wohl irgendeiner doch tatsächlich zu einem, im Verhältnis gesehen zum aktuellen Kurs, zu einem Spottpreis die Aktie rausgejubelt oder rausgehobelt oder wie man es auch immer nennt. Und der Höchstkurs schwankte mal kurz auf 87 Euro hoch, aber er pendelte sich dann zum Tagesende auf 86,57 ein. Das seht ihr jetzt, wie gesagt, hinter dem Komma. Das ist sozusagen ja immer der Start- und der Endkurs. Und ja, da auch wieder eine kleine Steigerung. Ja, am nächsten Tag, 19. steht genau das Gegenteil. Da ging der Kurs wieder von 86,57 Euro auf 81,01 Euro. Das bedeutet rauf, runter, rauf, etwas runter, etwas runter, ganz viel runter, wieder rauf. Und da kann man nämlich immer schön erkennen, auf einen Blick, wenn man sich das mal gemerkt hat, dass das hier rauf ist und das runter, dann braucht man nur einmal drauf gucken, wie die Tendenz aussieht. Hier gab es also eine Unstimmigkeit bei den Aktionären unter dem Motto, ich will, dass der Kurs rauf geht. Nee, will ich nicht. Will ich doch. Nee, will ich nicht, will ich nicht, will ich überhaupt nicht. Will ich doch, will ich nicht. Also, wie gesagt, das ist eine ganz spannende Geschichte. Da sind sich entweder zwei Aktionäre nicht einig oder der gesamte Markt kann sich nicht entscheiden. Und hier ist der Markttrend natürlich eindeutig. Hier nochmal so ein kurzes Aufblähen des Kurses auf 76,34. Aber dann sagt sich der Markt, Leute, so kann das nicht weitergehen. Wir müssen den Kurs mal wieder, ich gehe mal weg, wir haben hier ein FP von 18,54, Leute, ne? Das mal so am Rande gesehen. Und wir sind jetzt immer noch bei 66,66 €. Also hier pendelt sich langsam so ein bisschen der Faktor ein, okay, Leute, lass uns da mal ein bisschen auf dem Teppich bleiben mit dem Kurs. Den wollen wir mal so ein bisschen regulieren. Oder es kommen einige Abverkäufe durch Liquidation oder man möchte Bargeld haben und trotzdem noch so gut über FP verkaufen. Das weiß ich jetzt nicht unbedingt. Da können wir gleich nochmal einen Blick auf die Aktionärsstruktur werfen. Also hier das zum Pendant-Kurs. Jetzt müsste man noch den Candlestick-Kurs nehmen. Das wäre eine schöne Kombination, Candlestick-Kurs, denn diese Kurve hier, dieser Buckel, das ist nämlich das, was wir jetzt gerade hier so ein bisschen gesehen haben. Und das ist, ich muss es jetzt klein zeigen, sonst kann ich das gar nicht. Als Beispiel muss ich jetzt hier mal sehen, okay, wir sehen jetzt hier am 19.04. So, 19.04. haben wir jetzt 86,57 € und 81,01 €. Jetzt müssten wir hier mal den, was war das hier, 19.04. suchen. 19.04., ich gehe hier mal drüber. Da haben wir, so, da haben wir die 81,01 €. Denn diese Kurslinie zeigt zwar immer zum Tagesabschluss, wie der Kurs festgesetzt war, also immer 0 Uhr, Tageswechsel, bumm. Und dann führt sich ja dieser Chart weiter nach vorne. Und der Candlestick präsentiert eigentlich genau das Gleiche wie der Kurs, dieser Kurschart, allerdings mit einer Modifikation, dass man anfangs Endbestand und die Ausreißer am Tag hiermit ablesen kann. Und das ist der Vorteil am Candlestick. Und wenn man das in Kombination sich immer anschaut, dann hat man schon eine schöne Variante, wo man drauf hinarbeiten kann. Einfach mal den Kurs aufmachen,
einmal den Candlestick aufmachen, da mal rüber gucken und sagen, wie ist die Tendenz? Die Tendenz geht leicht nach unten. Und wie sind die Ausreißer? Habe ich überhaupt noch eine Chance? Ist der Markt überhaupt noch bereit, jetzt nach vielleicht noch ein bisschen mehr auszugeben? Lohnt sich das jetzt noch bei 66 Euro überhaupt einzukaufen? Denn hier ist zum Beispiel der Schlusskurs bei 59,71. Also die Tendenz geht klar nach unten. Und das ist jetzt vielleicht für den Markt gerade ein Zeichen, vielleicht aktuell entweder nicht zu kaufen oder doch noch abzuwarten, bis der Kurs vielleicht ein bisschen angezogen wird. Aber ich bin der Meinung, wenn ich mal Aktionärstruktur gucke, ja, ich habe keine Systembankaktien mehr, alles ist schon, der Drops ist gelutscht, da sind jetzt noch hier im Bereich der mittleren bis kleinen Aktionäre ist ein bisschen Bewegung. Die Großaktionäre wie hier Biotrans und Atlantus werden sicherlich die Anteile nicht unbedingt mehr rausrücken. Kann ich auch nachvollziehen. Und ja, und mal gucken, was passiert. Ich muss mir das mal anschauen. Also wie gesagt, die Candlestick-Analyse nutze ich zum Beispiel immer in Kombination mit dem Kurs, um einfach mal auf einen Blick zu sehen, wie sieht das Ganze aus. Wir gehen aber jetzt nochmal auf eine andere Gesellschaft. Ich habe mir mal eine rausgepickt, wo der Candlestick ein bisschen extremer aussieht. Engineer hier zum Beispiel. Engineer eine sehr interessante Aktiengesellschaft, denn ich bin ja ein großer Freund vom Wachstum ohne Kapitalerhöhung. Habe ich das schon mal erwähnt? Ja, ne? Ich glaube in jeder Folge. Ne? Ja, Chronik. Da sehen wir eine ganz im Verhältnis gesehen. Also eine witzige und winzige Kapitalerhöhung von 700.000 Euro. Also das ist eher so eine, ich will mal testen, wie eine KI geht und mache das jetzt mal, damit ich das wenigstens mal gemacht habe. Aber die kann man schon gar nicht als Kapitalerhöhung ansehen, wenn man sieht, dass Engine hier schon auf 54 Millionen Buchwert angewachsen ist. Da spielen die 700.000 auch keine Rolle. Das war, denke ich mal, einfach mal zum Testen. Und ansonsten richtig schön gewachsen, tolles Wachstum, hohe Platzierung, ist seit 7.4. dabei. Und da sieht der Candlestick so aus. Und da seht ihr ja schon diese wilde Bewegung hier. Bei dem Preis, ich meine, wir liegen jetzt hier bei einem FP, das kann ich ja ruhig mal zeigen, der ist ja morgen wieder anders und übermorgen auch, deswegen verrate ich hier keine großen Premium-Features. Beim FP von 288 Euro sind wir bei einem Kurs von 925 und der Markt ist sich gerade bei Engineer nicht einig, was bitteschön der Kurs überhaupt sein soll. Das sieht man ja hier. Er geht runter, er geht rauf, er geht runter, er geht rauf, er geht runter. Wieder rauf, wieder runter. Also das ist eigentlich schon prädestiniert fürs Daytraden, diese Aktie. Man sieht das hier auch an den Zackenbewegungen im Kursverlauf, die man hier im Candlestick schön mit den Ausreißern sehen kann. Hier geht es teilweise bis 1200. Hier dieser Kursanstieg 744,01 € auf 1100 € Abschlusskurs. Der Kurs ist an dem Tag, am 3.5. auf 1216 € mal eben kurz gestiegen. Das heißt, dort gab es Transaktionen, da gab es Bewegung. Und ich kann natürlich jetzt mal auf Käufer, Verkäufer gucken. Was war am 3.5. da los? 3.5. hier, da ist Action hier. 1000, da geht hier. Da wurde extrem gekauft und verkauft. Und zwar natürlich nur kleine Pakete. Aber diese kleinen Ausreißer, die haben was gebracht, wenn man sich mal den fairen Preis anguckt. Und da kann man sich mal den Käufer, kann man sich sicherlich auch nochmal angucken. Wir haben hier die verkauft hat German Carpenters und gekauft haben die unterschiedlichsten zu dem Preis. Ja, jeder muss selbst entscheiden, wann er kauft. Bei dem Preis, Aber wie gesagt, Gratulation erstmal an die German Carpenters, weil da wurde gutes Geschäft gemacht. Einfach mal diese Kaufbereitschaft ausgenutzt, den Trend mitgenommen und richtig zugeschlagen. Und das macht dann richtig Spaß, sowas zu sehen. Da muss man natürlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und einfach mal riskieren, hoch ranzugehen. Das kann man auch im Orderbuch sehen. Da gibt es wahrscheinlich, ja, hier sind immer noch hohe Kurse drin. Es sind immer noch im Verkaufspakete bis zu 1460 €. Das ist natürlich ein sehr, ja, ein gut, wer nichts wagt, der nicht gewinnt. Das ist jetzt ein Versuch mal und mal gucken, vielleicht klappt es ja. Und hier sind natürlich auch noch einige Kauforders drin. Für 776,3 fängt es an und dann geht es runter bis 640. Und das spiegelt sich natürlich auch hier im Candlestick wieder. Immer rauf und runter. Das ist genau das gleiche Spiel. Also macht immer den Kurs auf. Dann vergleicht ihr parallel im Candlestick-Bereich, wie das ist nicht anders. Man könnte jetzt hier eine Linie ziehen zwischen den Endkursen und dann würde die ganze Linie genauso aussehen wie hier in diesem Bereich. Also ganz zum Schluss seht ihr ja hier auch dieser hohe Anstieg, ist diese Kerze hier. Dann haben wir den hohen Abfall, das sind diese beiden Kerzen mit dem Ausläufer.
Und da kann man immer schön, schön vergleichen. Man kann auch natürlich wieder gucken, 3., 5., hier kann man es genauso machen. Da war der Endkurs bei 1100, dann gehen wir hier drauf und sehen da die 1100. Also man kann immer gegenkontrollieren. Wenn man sich nicht sicher ist, an welchem Punkt befindet sich jetzt die Kerze, an welchem Punkt des Charts bin ich jetzt hier vielleicht, vor allen Dingen, wenn die Zeitfenster hier leicht verschoben sind, dann kann man einfach mal hier mit der Maus drauf gehen und schaut hier zum Beispiel Endkurs 900. Ich gehe jetzt hier mal rüber. So, da 4., 5., 900 und wir haben ganz zum Schluss 776 und da gehen wir rüber 776. Also das ist das Ende dieses Verlaufs hier und das kann man immer schön gegenkontrollieren. Also eine relativ einfache Geschichte und wer das einmal gemacht hat und mal drauf geschaut hat, der versteht es sofort und man kann da relativ viel Spaß haben, vor allen Dingen im Daytrading-Bereich. So, jetzt wollte ich aber nochmal eben schnell gucken, das ist ja hier auch noch nicht nur Let's Erklärbär, sondern Let's Play. Ich habe ja hier noch eine schöne Position in meinem Depot, die jetzt liquidiert wird, sehe ich gerade. Und da ist jetzt der faire Preis bei 10,07 Euro und der Kurs von der, ja, das ist, guck ich mal drauf hier. Ja, das ist die Kauforder von der Systembank. Das sehe ich da dran. 198.000, Moment. Stückzahl 100.000. Ach, da hat sich noch einer zwischengeschoben. Was ist das denn? Da gucke ich mal rein. Orderbuch. Tatsächlich, da ist noch eine Order drin. Das heißt, das versucht jemand vor der Systembank die Aktie zum FP zu kaufen. Warum auch immer. Vielleicht auch so ein kleiner Versuch einer Übernahme einer Aktiengesellschaft, die nichts im Depot hat. Ja, das ist natürlich eine spannende Geschichte. Ich verkaufe das jetzt einfach mal. Vielleicht ist es ja ganz witzig, dass nicht die Systembank jetzt die Aktien bekommt, sondern derjenige, der das noch reingestellt hat. Ich verkaufe das jetzt mal. Und zwar mache ich das so. Ein kleiner Tipp für die Handelsaktivität. Ich habe jetzt 4.000 Aktien und insgesamt 40.000 Euro. Ich stückel das immer so. Warum soll ich jetzt ein Trade machen, wenn ich eine liquidierte Aktiengesellschaft verkaufen will? Warum soll ich denn 4.000 am Stück verkaufen? Ich mache es immer so, das gibt die vierfache Handelsaktivität. Das ist kein Cheaten, kein Betrügen, stößt auch nicht gegen das Regelwerk. Ich verkaufe halt eben nur gestückelte Anteile. Also habt da keine Angst, das ist nicht jetzt irgendwie Gepusche oder sowas, sondern es ist einfach eine Aufteilung meiner Orders. Ich könnte jetzt auch alle 5 Minuten 10.000 Stück verkaufen, aber ich mache es ganz einfach. Ich gehe jetzt rein und 1.000 Euro, stelle jetzt hier auf 15 auf 16.15 Uhr, damit das in der nächsten Order ausgeführt wird, damit nicht gleich alle in der Live-Order eine Krise kriegen. Also 15 Uhr, so, und jetzt gehe ich auf Sell. Jetzt reduziert sich das hier gleich. Moment, dauert einen Moment. So, okay, so, zack. So, jetzt sind hier drin. Ich gehe jetzt auf Zurück ganz einfach. Das ist bei mir so eingestellt. Das ist relativ, sind noch die ganzen Voreinstellungen übernommen worden. Und kommt natürlich auf den Browser drauf an. Und bei mir ist es ganz einfach, ich gebe das einmal ein, 15 bleibt, 1000 Stück auch, hier sind noch 3000 Stück in den Nicht-Orders, ich gehe wieder auf Order erstellen, gehe wieder zurück, habe 2000 drin, Order erstellen, zurück, nochmal 1000 und zack, und die landen hier alle, nicht im Papierkorb, sondern in der Order-Übersicht, so. Ja, schön, oh, da ist noch eine, deine Verkaufsorder ist noch vorne, sehe ich gerade, ja, und jetzt trudeln hier gleich 40.000 rein in etwas mehr als einer Minute. So, okay, ja, denke ich mal. Gut. Ich habe das jetzt so verkauft aus einem Grund. Es ist bei dieser Aktiengesellschaft nicht mehr zu kriegen wie der FP. Also, weil der Buchwert selber liegt ja nur bei 10,07 Euro. Jetzt ist die Chance sehr gering, dass diese Aktiengesellschaft nach 7 Tagen und 18 Stunden nochmal online kommt und nochmal den großen super Deal macht, sodass der faire Preis noch zum Tageswechsel ansteigt. Im Depot selber sind keine Aktien. Das bedeutet, diese Aktiengesellschaft wird sowieso jeden Moment aufgelöst vom System. Entweder spätestens zum Tageswechsel oder jetzt gleich. Oder was weiß ich dann. Die letzten Trades liefen wahrscheinlich gerade. Ja gut, es sind sogar noch Anleihen ausgezahlt worden, aber erst am 3.5., das heißt auch schon wieder, kann also den Tageswechsel auch nicht mehr beeinflussen. So, und da ich jetzt nicht mehr erwarten kann, dass der Kurs und auch die Systembank mehr als 10,07 Euro ausspuckt, also zum FP, kann ich nichts verlieren, also, ne, also das kann ja nicht, ist ja nicht schlimm. Und ich verkaufe dann lieber, da habe ich wenigstens 4 Trades, die ich mit dieser AG noch hinkriege, anstatt dass dann irgendwann die Auflösungsmitteilung kommt und ich nichts vom Handel habe. Ne, also da geht es mir selber jetzt mal um die Handelsaktivität. So, ja, das soll es eigentlich mal gewesen sein. Also diesmal vielleicht ein bisschen verquatscht mit den Candlesticks, aber das gehört dazu.
würde jetzt gerne noch ein bisschen weitermachen mit ein paar kleinen anderen Themen, aber ich habe noch ein paar andere Sachen auf dem Zettel, die schiebe ich dann in die nächste Folge. Ich hoffe, ich konnte den Candlestick einigermaßen plausibel erklären. Auch gut, natürlich schön im Let's Play zu sehen, wenn man hier drauf geht, was da für Zahlen erscheinen. Und wenn ihr eine genaue, schöne Analyse haben wollt, natürlich auch nochmal parallel in einem Podcast, die Nummer 6 von Markt Insight, auch nochmal reingucken im schönen User-Projekt. Und oh, ja, hier, Post, das zum Schluss. Kommt, Post, hier sind die ganzen Sell-Orders drin. Die lösche ich jetzt einfach mal, die Nachrichten. So, zack. Und das können wir jetzt nochmal gegenkontrollieren. Im Kontoauszug, da tauchen sie auf, die Verkäufe. Und das geht gleich auf die Handelsaktivität, denn ich habe ja heute schon ein bisschen was gemacht hier und was gekauft. Und jetzt hier habe ich noch was, eine Dividende erhalten von 29,29 Euro. Ja, Schnäppchen heute wieder. Ja, gut. Ja, liebe Leute, ich denke mal, vielleicht mache ich gleich nochmal eine zweite Aufnahme. Ich mal gucken, ob ich noch gleich mal Zeit habe. Und dann schiebe ich die vielleicht noch diese Woche hinterher. Mal gucken. Okay, ja, dann wünsche ich viel Spaß noch beim Handeln, beim Traden und beim Candlesticken. Und ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.